Jo, da sind wir wieder bei Jessys Kampfschloss. Heute noch einmal mit dem wunderschönen Legendenturnier. Ja. Mal gucken, wie wir uns heute anstellen. Heute mal wirklich mit Flordelis Team. Bis jetzt bei 6 Kämpfen, 2 Siege, 4 Niederlagen. Vielleicht kriege ich es auf einen Unentschieden raus. Wer weiß, vielleicht laufen ja die nächsten beiden Kämpfe ganz gut in diesem Kampf. Du wirst Pokémon-Meister. Ah, aus Deutschland, Nordrhein-Westfalen. Karim. Oh Gott. Du hast sogar gar keine Legendären dabei, sehe ich gerade. Cool. Na gut, ich packe mal da trotzdem meinen Legendären mit rein. Ich glaube, mittlerweile ist doch mein Lieblingsteam geworden. Mewtwo, Fiaroa, Medivh und Quajutsu. Zygarde, und Lucario, ich weiß nicht. Vielleicht nehmen wir im letzten Kampf nochmal Lucario mit, aber jetzt erstmal das Team nochmal. Karim, falls du dieses Video zufällig schaust, ich weiß nicht, ob du vielleicht zufällig ein Zuschauer von mir bist. Hi. Vielleicht erkennst du mich ja wieder, wenn dir da plötzlich so ein Jesse entgegenläuft, der rein zufällig aus Rheinland-Pfalz kommt. Deutschland. Es gibt ja auch so viele Rheinland-Pfälzer, Rheinland-Pfalze auf der Welt. Zum Beispiel in China. Ja, ich nehme das gerade aus China auf. Ching Chang Chong. Egal. Ja. Interessante Pokémon auf jeden Fall auf seiner Seite. So. Jetzt haben wir mal richtig Flordelis. So. Was kommt? Mewtwo und Fiaro. Auf seiner Seite Monagoras und Lucario. Ja. Ist eigentlich gar nicht so doof. Nein. So, einmal das und das. Und hier einmal das. So. Mal gucken, was passiert. Ich habe 114 Link-Kämpfe schon gemacht. Doch schon einige. Na gut, wenn man jetzt eigentlich sieht, eigentlich sind alle Kampfschloss-Videos Link-Kämpfe. Und das ist mittlerweile Folge 48. So viele schon. Boah, aber ich stelle mir jetzt auch irgendwie nicht irgendwie ein Ende oder so, wo ich dann sage, ich mache nur bis Folge so und so und danach mache ich erstmal eine Pause oder so, oder? Nee. Ich mache einfach so lange, wie ich Spaß habe. Ich züchte mir immer wieder neue Pokémon. Von daher haben wir immer wieder was Neues zum Bekämpfen. So. Ja, Lucario Nid reagiert auch. Yay, Mega Lucario. Eins der coolsten Megas von allen. Wieso wird die Musik gerade für einen Moment leiser? Boff, weg. Das Spezialangriff von Mewtwo, ne? So, mal gucken, wie viel der Flammenblitz abzieht. Wow. Diese erste Runde. Ups. Ja, das tut dementsprechend viel auch ein bisschen weh. Blubella. Oh, schönes Pokémon. Und Calamanero. Oh, was warst du nochmal? Psycho-Unlicht? Ja, ne? Ich meine, du warst auf jeden Fall irgendwo so ein bisschen Unlicht mit drin. Keine Ahnung, ich muss mir mal auch. Wow, hast du eine Menge Punkte in der Kampfprüfung. Habe ich bisher noch nie gemacht. Irgendwann muss ich auch mal ein Calamanero machen. Irgendwo ist das Ding doch interessant. Brave Bird them all. Boom. Wow. So, Vera aktivieren. Nom, 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 nom. So, mal gucken, was so eine Aurasphäre abzieht. Eine Menge. Dann geht die Hypnose natürlich daneben, ne? Okay. War trotzdem ein netter Kampf. Ein schneller Kampf vor allem. Ja, der Volltreffer noch zum Schluss. Der war so unnötig. Hoppala.
Das ging mir. Es ging verdammt schnell. Aber gut. Ich mag mein Team mittlerweile. Ich mach's auch schon die ganze Zeit. Ja, ich möchte weitermachen. Ich flieg jetzt eh provisorisch einmal raus. Von daher. Jo, nehmen wir mal jetzt das Top 4 Battle Theme. Ja, vielleicht komme ich sogar nochmal zurück auf die 1500, wenn ich jetzt einmal gewinne. Ich habe gerade 1487. Dann. Ja. Fehler! Wen stört es? Nein. Wen er jetzt erwartet? Wen wundert's? Genau, das wollte ich sagen. Ach, manchmal fehlen mir doch die Worte. So unglaublich, wie ich bin. Das kann ich nicht mit vollem Ernst sagen. Nee. Jo, kommt noch ein Fehler bei der Datenübertragung? Na? 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 Fehler bei der Datenübertragung? Komm, Spiel, ich weiß, du willst es doch auch. Wenn schon so lange braucht, um Gegner zu finden. Ja, Fehler bei der Datenübertragung. Yay. Wenn ich sagen muss, die Musik hier drin beim Auswahlbildschirm ist doch sehr cool. So, wieder auf Stück 10. Und jetzt warten wir auf unseren Gegner. Jetzt sollte ja wohl einer kommen. Ziemlich fasziniert, im Hintergrund einfach zuzuschauen, wie er sich da hin und her bewegt. Boing. Boing. Man muss ja quasi so sehen, diese ganzen blauen Streifen knallen immer wieder aneinander und gehen dann wieder auseinander. Boing. Boing. Ich habe das Gefühl, die blauen Streifen in der Mitte werden voll von den anderen schikaniert. Wenn man mal schaut, die werden... So, die Streifen ganz links und rechts außen. Die schlagen immer wieder die anderen Streifen immer wieder in die Mitte rein und die knallen gegen die anderen Streifen und dann werden sie immer so hin und her schikaniert. Das finde ich echt gemein. Ich bin für Streifenfreiheit. Und wenn man auf Kämpfe wartet, dann kommt so ein random Mist raus. Und ein Fehler bei der Datenübertragung. Yay. Direkt zweimal hintereinander. Und ihr habt dafür so ein bisschen random bekommen. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch alle für Streifenfreiheit. Schikaniert keine Streifen mehr. So, bekomme ich jetzt einen Gegner? Ich wollte eigentlich noch einen Kampf in diesem Video reinpacken. Ich habe das Gefühl, gerade die Wartezeit zwischen den Kämpfen ist schon länger als der letzte Kampf insgesamt. Bin ja schon fast gewillt, das zu schneiden. Komm, Spiel, das war ein Weg mit dem Zaunfall. Nach dem Motto, er will schneiden. Ja, komm, jetzt komme ich direkt mit einem Gegner an. Na, das Spiel ist gerade nicht so kooperativ, wie ich dachte. Komm, Spiel, ich bin zu faul zum Schneiden. Gut, was können wir denn so erzählen? Nichts, denn da kam jetzt gerade der Gegner rein. Ich merke schon, das Spiel will nicht, dass ich irgendwas erzähle. Ach Gott, schon wieder. Okay, Quajutsu direkt an den Start, wenn ich da schon wieder so ein Kyogre sehe. Jo, ich hab mein Team. Die Frage ist, bringt er auch direkt Kyogre zum Start raus? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es einfach. Kann ich vielleicht töten. Ich denke mal, ein Mogelieb und ein Strauchler sollten für ein Kyogre reichen. Wollt ihr nicht eigentlich Lucario einsetzen? Fällt mir gerade ein. Egal. Jo, zum Schluss nochmal gegen Japan. Ja, ich kämpfe gegen ganz Japan gerade. Gegen... Vielleicht wohl hat Japan 120 Millionen? Keine Ahnung. Hat Japan mehr Einwohner als Deutschland? Keine Ahnung. So, wen setzt du denn ein? Ja, danke fürs Kyogre. Ich hoffe nur, du bleibst auch drin mit ihm und danke, dass du ein normales Kyogre hast. Shiny sieht so hässlich aus. Finde ich jetzt.
Also so manche Shinies sehen ja witzig aus. Wenn sie rosa sind. Rapidschutz. Okay. Gegen was schützt das jetzt? Gegen Attacken, die beide treffen, oder? Hm. Ach nee, gegen Prio-Attacken schützt das. Stimmt, so war das. Das war gar nicht mal so doof. Das war echt gar nicht so dumm, ja. Der Rapidschutz da gerade. Hm. Na gut, dann... Schauen wir mal. Das kann er einfach so nochmal einsetzen? Echt? Mal gucken, wie viel die Fontänen jetzt noch abziehen. Genug, um Fearow ziemlich weh zu tun. Aber nicht genug, um Quajutsu weh zu tun. So. Ach ja, die wunderschöne Quajutsu von... Quajutsu? Nein. Wunderschöne Kyoge von Tränentaktik. Einfach raus und von Tränen alles tot. Aber die Methode mit dem Rapidschuss ist echt gar nicht so doof. Bin ja schon fast gewillt, wieder hier rauszuwechseln. Wenn jetzt nochmal Rapidschutz kommt. Ach, jetzt machst du den Sturzflug. Jetzt würdest du mir erstmal wahrscheinlich meinen Quajutsu... Nee, ich löse mir mein Fearow. Stimmt, das war ja auch fast tot. Das habe ich ja ganz vergessen. Und das ist wahrscheinlich ein Wassertempo. Und bist dementsprechend schneller. Jo, der macht mich gerade voll fertig. Genauso schnell, wie ich den ersten fertig gemacht habe, macht der mich jetzt fertig. Was habe ich noch? Ach ja, Mewtwo. Hm. Der Rapidschutz kam sehr überraschend, muss ich sagen. Also der ist gut auf Doppelkämpfe ausgelegt. Ich bin ja eigentlich eher voll auf Einzelkämpfe ausgelegt, sage ich mal. Ich mache zwar hier und da mal einen Doppelkampf mit, aber meine Pokémon ist eigentlich voll für den Einzelkampf ausgelegt. Von daher... habe ich keine Erfahrung mit Doppelkämpfen. So, jetzt wieder Sturzflug ein. Sollte ziemlich wehtun. Mein Fearow. Eieieiei, hat das wehgetan. Ja, und du bist schneller. Und machst mich fertig. Ja. Ganz locker. Ja, wie gesagt. So schnell der erste Kampf auf meiner Seite eben ging, so schnell ging der Kampf auf seiner Seite. Naja. Passt. Ich habe immerhin sein Kyogre kaputt gehauen. Und ich weiß mittlerweile, ich bräuchte wahrscheinlich ein Wahlglas Quajutsu, damit ich einen Kyogre one-hitten könnte. Aber gut, gut zu wissen. Jetzt möchte ich kurz nochmal gucken. Eigentlich wollte ich nur meine Punkte mal eben nachschauen. So zum Schluss. Nein, ich möchte nicht nochmal kämpfen. Ich wollte nur gucken, ich habe 1471. Hm. Wir fliegen eh raus, von daher ist es egal. Es wird eh gleich wieder kommen. Ja, Datenübertragung gestört, bla bla bla. Du fliegst wieder raus. Als ob da jetzt nochmal ein Kampf kommen würde. Nintendo, please. Und selbst wenn, wenn noch einer kommt, dann machen wir ihn einfach, wenn nicht, dann nicht. Wie gesagt, da kommt eh keiner. Ich habe eben die ganze Zeit gesehen, nach jedem Kampf musste ich mindestens einmal wieder rausgehen und... ja. Das neu starten, weil, keine Ahnung, viel zu viele Leute das gerade kämpfen wollen. Naja, jedenfalls hat eigentlich doch mal Spaß gemacht. Natürlich, jetzt kommt auch ein Kampf, ne? Ja gut, dann machen wir den einen noch. Interessante Pokémon. Schauen wir mal mit Mewtwo und Ambidiffle an. Wobei, nee, komm. Wir nehmen Lucario jetzt mal. Wir nehmen mal keine legendären, wir nehmen nur die anderen vier mit.
Ich sag mal trotzdem, es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, gegen Legendäre mal zu kämpfen, auch wenn ich mir eigentlich so ziemlich klar war, wenn da irgendwo ein Kyogre steht, dieses hundertprozentig ein Waldschall von Tränen-Kyogre, das dann einfach versucht, alles kaputt zu hauen. Und es gibt nicht vieles, was ein Waldschall oder was ein Kyogre mal eben one-hitten könnte. Was ist denn Krokodilos? Krokodil? Echt? Das Ding heißt Krokodil? Interessanter Name. So. Na, dann schauen wir mal, wer hier wem am meisten wehtun kann. Erstmal der Mogelieb. Bitte was? Ach so! Ein Volltreffer! Meine Güte, habe ich gerade. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn da? Was ist da jetzt bitte passiert? Seriously! Zwei Volltreffer in einer Runde! Ach komm schon! Das macht doch keinen Spaß! Selbst wenn zwei eine Volltreffer war, das macht doch keinen Spaß, sowas! Das ist doch gemein! Machen wir das mal so. Karel, komm mal kurz zurück. Ich möchte gerade nicht unbedingt einen Flammenblitz für dich abbekommen. Wobei eventuell wahrscheinlich sogar eher der Sturzflug kommt. Nee, doch nicht. Aber mein Steigerungshieb kommt durch und mein Angriff hat sich wieder normalisiert. Aber es kommt wahrscheinlich eh jetzt der Flammenblitz, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Verdammt viel Schaden machen. Oh! Achso, ich wollte schon sagen. Kam gerade der Rückstoß mit Leben ab? Nee. Rückstoß einfach. Oh. Hi. Was warst du nochmal? Elektrodrache, ne? Bin mir da gerade nicht so noch hundertprozentig sicher. Mein Fiaro ist schneller als seins auf jeden Fall. Das, obwohl ich, glaube ich, ein hartes Fiaro habe. Yes! Gerade so noch in den Heilbereich. Und wieder hochgeheilt. Sehr schön. Wie fühlt sich das ab? Yo! Abidiffel kann Seekrom 2 hitten. Theoretisch. Yo! Flammenblitz. Auf Abidiffel dann voll. Das tut weh. Aber Abidiffel überlebt's. Und, ja, er stirbt am Rückstoß. Kreuzdonner! Trifft das beide? Das sah schön aus. Guck mal, Lucario wieder rein. Ach, er hat nur noch das eine. Oh. Okay. Dafür, dass Lucario eben so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, darf Lucario jetzt diesen Kampf beenden, wahrscheinlich. Yay. Hey, haben wir doch nochmal einen kleinen Kampf am Ende gewonnen. Irgendwie waren alle Kämpfe in diesem Part gerade so verdammt kurz. Aber gut. Na ja gut, haben wir nochmal einen Kampf reingepackt. Habt ihr noch ein bisschen mehr zu sehen gehabt. Ich habe immerhin am Ende 5-4 verloren. War eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe fast jeden zweiten Kampf gewonnen. Ja, na gut, dann würde ich sagen, das war's auch von diesem Part und mit dem Legendenturnier. Ich weiß noch nicht ganz sicher, ob das im nächsten Kampfschloss schon kommen wird, aber ich habe da etwas Besonderes geplant, hoffentlich. Ich gehe mal stark davon aus, dass es dann schon kommen wird. Ihr werdet es schon sehen, übermorgen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.